So, auf ein neues. Vielleicht haben wir ja mehr Glück. Alle guten Dinge sind drei. Little pleases me more than watching your attempt to wriggle away from bad luck. Ich kann schon mal keine Karten vervollständigen, was aber auch nicht schlecht ist. Games aren't designed. Not in the way you think. They grow as we work on them. They evolve around the players who flow through. Das verschwindet wieder. The things they love and hate become part of them. Klage ich so gut. Alter, der Typ soll aufhören zu reden. Who is the true creator? Ich bin der Wahre. Scheiß auf Blutauktion. Ich beginne doch nicht mein Leben mit Blut verlieren. Oh nein. Ist klar. Nein! Boah, ich dachte, ich könnte auswählen, aber rechts stand nur so behalte und ich habe schon geklickt. Ich hätte gerne die Todlose weggeschmissen. Und ich werde auch einfach fliehen von dem. Lava-Golem ist schon mal 1 gegen 1 bescheuert. So, enormer Erfolg. Ich hole mir das Loot und verschwinde. Die Musikanten, die können mich mal. Ne, das sage ich ihnen auch. So ins Gesicht. Almosen, ja komm, dir kann ich... Ja, nimm meine Ration. Wenn ich es schaffe, kriege ich den Token. Wenn nicht, bringt es mir nichts, denn ich würde den Segen kriegen, was alles verschwindet. Okay. Heimsuchung. Also gut, ich kann nichts mehr kaufen. Der Händler ist dort, das Boot ist oben. Dann kann ich halt oben. Endlich. Also wir haben das Wirtshaus geschafft. Only the death of the game, where your piece begins again and moves across the table. This game, like all games, touches on that true death, however, for a life must be lost, and lost for all time. Er sagt zwar immer interessantes Zeug, aber die letzte Runde hier quatscht fast durchgehend, geht manchmal auf den Sack. Ihr erreicht den Pier und du suchst nach Hinweisen auf den Verbleib der betrunkenen Dirne, doch stattdessen findest du das Schiff selbst, angedockt an einem verlassenen Steg. Es tut mir leid, Junge. Ich schwöre, dass ich sie gestern nicht hier verankert habe. Das war das letzte Mal, dass ich dollischen Brandy trinke. So viel ist sicher. Wir kriegen ein paar Vorräte. Er hat einfach nur das dort gelassen. Ach, toll. Enormer Erfolg, aber das Zeichen kriege ich nicht. Wir dürfen also auch nicht enorm siegen, sondern nur ein bisschen. Oder das erste Mal verkacken und beim zweiten Mal siegen. Das ist seltsam. Ah, schon wieder zwei Monsterkarten. Hatten wir das nicht schon? Wenn ich jetzt neu ziehe, kriege ich dann kompletten... Wie will ich drei Lava-Golems bekämpfen? Einer ist schon asozial. Ey, das... Problem ist, ich komme auch nicht durch, weil... Deswegen... Der einzige Vorteil ist, dass ich hier... Gruppenschaden teile. Nicht den, ich will die Lava-Golems.
Alter. Toll, ich glaube, ich gehe drauf. Boah, dieser Angriff ist so... Oh, das war knapp. Ich sterbe. Oh, das war knapp. Einer ist tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben es ernsthaft geschafft. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich dachte ernsthaft so, ja, das ist vorbei. Drei Lava-Golems. Und dann noch so scheiß Fernkampf-Fuzzis. Krass. Wir sind knapp am Leben. Das bringt uns genau gar nichts, die Karte. Ich muss ein bisschen, ne? Ist gerade ein bisschen knapp. Ach, die Spuren. Ich will es gar nicht erst probieren, weil das ist die letzte Runde. Die Chance, dass ich es schaffe, ist bei sehr, sehr wenig. Aber ich kann sie ja probieren, wenn ich schon hier bin. Ich meine, verlieren kann ich nichts. So, nächste Karte. Ich drücke einfach A. Ich smash einfach A. Yay. Ich gehe jetzt über die Karte, kriege ich wenigstens noch ein bisschen Gold. So, ich habe noch wieder die Chance von sehr, sehr wenig. Ich nehme aber wieder das erste. Schade. Wer hätte es gedacht? So, nächste Etage. Nächster Fluch. So, keine Gegenangriffe mehr. Ich gehe gerade zu den Treppen. Ah. Yet I cling still to this semblance of life. Oh, nice. Not go willingly through the door. Toll. Okay, stimmt, wir haben die, letztes Mal die Waffe gehabt. Ist jetzt schon besser. Die Bäuerin. Ja, komm, nimm die Ration. Gut, das Landratnest 3 ist da unten. Soll ich da hingehen? Boah, ich muss durch die Echsenkuppel. Und da unten kriege ich zwar gratis Ration. Ich gehe erst durch die Echsenkuppel, dann hole ich mir die Ration. Fight the Lizardmen, if you will, but proceed with caution. They are smarter than they appear. Nur so. Soll ich einen Lava-Golem ohne Ausrüstung bekämpfen? Oder zwei Schädel? Was ist das für eine Auswahl? Wie kommt man drauf, einen Lava-Golem mit Faust ohne... Ich nehme wahrscheinlich mehr Schaden durch Fallen, die hier rumstehen. Stimmt, ich kann nicht mehr kontern. Ich darf auch nicht mehr kontern. Ja, läuft. Schon viel einfacher als ein Lava-Golem.
4 Gewinnkarten. Nice. I'm sure you are grateful for that. Oh, die Rationen gefallen mir auch. Das heißt, ich gehe noch nach unten, rede noch mit dem Typen. Danke für die Ration-Gewinnkarte. Sehr gut. Ich gehe, glaube ich, direkt auch noch nach oben, einfach weil da ein Händler ist und ich habe gerade 142 Gold. Hinterhalt mit 2 Monaten. Ja, toll. Es nennt sich Unterhaltung. Ah nein, ich darf nicht mehr kontern. Ich verliere Ration, wenn ich das mache. Au. Gib mir ein bisschen Leben. Okay. Wird es schon jetzt wieder teurer, der Laden? Etwas teurer als gewöhnlich. Schön. Ich meine, ich schaue nur nach Gegenstände. Ich muss nichts heilen, ich muss nichts verkaufen. Wildnisrüstung. Bonus Geschwindigkeit und Schaden, bis der Spieler getroffen wird. Ja. Angriffsgeschwindigkeit um 10 erhöht und Raserei, das ist eigentlich ganz nice. Helm des Integers haben wir ja gerade. Ich glaube, ich hol das hier wieder. Nein, ich darf nichts kaufen, weil ich ein... Ich habe jetzt minus 10 bekommen, ich weiß nicht wieso, durch einen Fluch. Fuck, ich darf nichts kaufen, habe ich ganz vergessen. Ich muss noch nachschauen, was das für ein Fluch ist. Falsche Taste. Da, befleckte Seele. Für jeden Fluch, den ich jetzt kriege, kriege ich... Alter, das ist der schlimmste Fluch, den ich jetzt gerade habe. Für jeden weiteren... Für jede weitere Ebene kriege ich schon minus 10. Ich hole mir noch hier das da unten, weil es interessiert mich. This token will unlock more cards if you can defeat this encounter. Neuigkeiten von unserem Freund, dem Beutelschneider. Er scheint sich dafür schuldig zu fühlen, dass diese Räuber dir in Hollenburg aufgelauert haben. Ich bin mir sicher, er hätte dich... Warte, hätte er dich gesehen, wüsste er, dass er kein schlechtes Gewissen zu haben braucht. Er hat Kunde von einer Sekte von Echsenmännern, die anscheinend den Kragen als eine Wassergottheit ihrer Art anbeten. Eine verstörende Vorstellung, ich weiß. Begib dich zu den Sümpfen und finde raus, ob ihr Fanatismus uns irgendwas über den Kraken verraten kann. Und sei verdammt nochmal vorsichtig. Diese Tage bist du meine komplette Kundschaft. Okay. Das war's. Einfach nur reden. Wow. Ich gehe jetzt da oben nicht hin, es interessiert mich nicht. Und das Gold, was da oben liegt, bringt mir auch nichts. Sehr gut, bin ich nicht dahin gegangen. Ja, und wieder ein bisschen mehr, weniger Leben. Oh, Alter. Ich darf nichts kaufen. Das heißt, ich häufe Gold an. Und je mehr Gold ich habe, desto langsamer werde ich. Oh Gott. Ich muss einfach straight durch. Orakel interessiert mich nicht, Handelsposten ist scheißegal, Wüste der Verdammten will ich auch nicht hin.
Dass da das Neue interessiert mich zwar, aber es ist es nicht wert, durch die Wüste zu kommen. Step through, if you dare. Wir gehen durch. Und verlieren wieder 10% Leben. Yeah. Und noch weniger Laufgeschwindigkeit, Alter. Finale Ebene? Nein. Es geht noch weiter. Ich verliere noch mehr Leben. I'll also make my deal. You have questions and I will provide answers. After all, that is why you came here, is it? Toll. Ja gut. Wir können nichts, wir haben den Fluch, dass wir keine Kampfoption wählen können. Deswegen konnte ich jetzt nichts wählen. Natürlich kommen auch noch Fallen. Oh Gott, das wird Wahrscheinlich muss bald einmal so eine Verlustkarte 10 Leben pro Fluch kommen und ich habe einfach instant tot. Weil ich habe, glaube ich, schon bald 8 Flüche. Und bei der nächsten Runde, habe ich nur noch 70 Leben. Und einen neuen Fluch. Genau muss ich. Na, okay. Ich sehe, wo ich hin muss. Das ging flott. So. Kurz hin und her. Ach, die Insel. Man erzählt sich von der sagenumwobenen verlorenen Insel, dass sie unvergleichliche Reichtümer bringt und reich genug an natürlich wachsender Nahrung ist, um eine ganze Armee zu verpflegen. Doch der Weg dorthin ist gefährlich und oft vergeblich. Das ist die erste... Achso, wir können jetzt einfach direkt dahin segeln mit 15 Rationen und 25 Gold. Aber wir können nicht, denn wir haben sowieso keine Rationen. Und vor allem wird das hier in Kampf enden. Was willst du? Ach toll. Oh, nein, auch bitte nicht. Das geht noch. Damit kann ich noch leben. Ich muss einfach sehr aufpassen mit den Verlustkarten. Darlehen bringt mir nichts, das ist nur noch mehr Geld. Die Maid kann mich mal. Und der Rest ist eigentlich auch nichts für... Ja. Roaming ever forward, hunting for the truth. Doppelter Fehlschlag. Oh, warte. 5 Gold für jeden Fehlschlag und 10 Gold für jeden enormen Fehlschlag. Okay, das ist eigentlich ja gut. Wir brauchen weniger. Ja, klage ich zum Magier. Soll ich noch was kaufen und ein paar Flüche? Ich meine, ne, wenn ich schon dabei bin. Der finale Kampf, ne? Wir werden arschlangsam sein. Oh oh. Now we fight. I had hoped it would not come to this, but I knew it must. I could have built this trap to be flawless, yet I included the seeds of my own demise. I must. You must. This is the way the world turns. Without change, there is only stagnation. Okay, die finale Kampf mit dem Geber. Unzweifelhaft der härteste Test, den du dich je unterwerfen musstest. Oh oh. Alle Könige. Alter, ist ja so assi. Our final confrontation begins. I will not fall as easily as the other opponents you have faced. The three okay. Rulers of the Court of Dust return once more. Es ist doch... Alter, wie langsam sind wir gerade? Ich muss erstmal diese... Ja, genau. Ich
Alter, das wird so. Das wird so in die Hose gehen. Ich hab's. Wir sind so langsam, es ist so zum Kotzen. Ich kümmere mich einen um den anderen. Ich hoffe, diese Gruppending macht wirklich Schaden. Okay, die Dame hat einen Vierfachschlag. Alter, ich werde jetzt ja nichts sagen, weil ich muss mich jetzt wirklich gerade auf alles und jeden kontrollieren, konzentrieren, so. Nice, greift euch selbst an. Das Problem ist, wir dürfen wahrscheinlich hier gar nicht groß getroffen werden, weil das ist erst der Staub. Nein, nicht getroffen. Wieso? Ich sag noch, wir dürfen nicht getroffen werden und werden getroffen. Alter, das war jetzt aber asozial. So, komm mal her. Gibst du mir einen Lebensboost? Wäre nämlich geil, ne? Alter, ich bin arschlangsam unterwegs. I have let you come too far. I have become soft. Boah, Quicktime Event, ich kenne den Controller nicht auswendig. Was ist das für ein... Mein Gott. Blau ist links, okay. Komm. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Angriff. Da fällt mir gerade ein, ich habe ja sowas. Again, my skulls come to the fore. Fight and see if you can emerge victorious. Alter. Ich muss jetzt das hier zerstören, weil die wieder auferstehen doch alle. Au, 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 au. Ich sehe schon das Problem. Nämlich den hier. So, das war nämlich der Typ, der alle wiederbelebt. Der beschwört ja nur seine Lakaien, die explodieren. So, ich habe noch einmal die Chance, mich zu heilen. Der ist gerade irgendwie stuck. Easy.
Ne, nicht wütend werden. Oh oh. Welche Tastenkombination? Gleiche? Nice. Ich hoffe, es bleibt so. Komm. Yeah. Nimm Schwerthiebe. Ja, was machst du? Okay. Nein, ich will nicht. Au. Alter. Kann mir einer sagen, wo ich gerade bin? Oder was ich hier bin? Ich will ihn noch nicht heilen lassen. Ich muss, sonst sterbe ich jetzt gerade. Oh, na, du willst nicht. Oh, ich wurde von irgendwas verzaubert. Alter, wie will ich das schaffen? Ich muss erstmal durch die ganze Map durch und dann muss ich die komplette Ladung durchrushen. Alle. Boah, Alter. Das ist eine Challenge. Krakensekte, ist geil. Boah, das ist. Wir hatten noch Glück mit dem. Wir hatten noch Sauglück, dass wir noch diesen Spezialteil hatten, wo wir uns zurücksetzen konnten. Weil somit hatten wir irgendwie 3 Leben zur Verfügung. Wo wir jetzt nur 2 genutzt haben, weil es nicht mehr ging. Aber ohne das müssen wir alles mit einem Leben durchschaffen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich hinkriege. Ich könnte das wahrscheinlich jetzt noch 15 Folgen lang testen. Ich habe keine Ahnung. Das ist sowas, das ist wirklich eine Herausforderung. Die Frage ist, ob ich hier einfach irgendwie einen Cut setze und zum Ende spiele. Oder ob ich wirklich stumpf jedes Mal versuche, es auf gut Glück erneut zu schaffen. Muss sagen, es ist jetzt knifflig. Zum einen, ich würde es machen, aber es ist halt wirklich nur noch stumpf hin und her gehen. Und ich werde jetzt hier nicht mehr die ganzen Sachen rausfinden und die ganzen Tokens einlösen, weil je länger ich auf dem Brett liege, desto mehr Schaden nehme ich mit der Zeit. So gesehen. Das heißt, ich rushe so schnell es geht durch und beginne den Bosskampf mit ein bisschen Glück. Boah, ich weiß nicht, ob ich den Endboss überhaupt schaffe. Oder schaffen kann. Ich habe gerade noch die besten Voraussetzungen dafür. Indem ich die Quicktimes nicht verkackt habe und die Items passt haben. Ja, ich mach mal hier einen Cut und warte mal ab. Ich werde hier vielleicht 1-2 Runden offline spielen und versuchen, das Ganze irgendwie hinzukriegen. Und wenn es nicht klappt, also ich mache irgendwie so 4-5 Versuche und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Weil irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr hier 20 Versuche, nur um hier das Ende zu sehen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt hier der letzte Part wird. Ich hoffe nicht, weil ich will den Boss schaffen. Es wäre schon geil, das Spiel durchzukriegen. Aber ich werde jetzt hier nicht 20 Stunden hocken, nur um ein Ende zu sehen. Weil das kann man auch auf YouTube. Privat würde ich das machen, aber jetzt fürs Let's Play ist es dann doch kontraproduktiv. Ja, ich glaube, man wird sehen, wenn in diesem Part hier steht Ende oder sowas im Titel, dann wird es das auch sein. Wenn nicht, dann kommt wahrscheinlich noch ein Part. Oder ich werde hier dran direkt knüpfen, direkt nach dem Video. So. Ja, ich weiß nicht.
Ich mache erstmal einen Cut und schaue nachher weiter. Ja, ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Der letzte Boss ist natürlich die komplette Liste. Das sind 4 Phasen mit Staub, Pest, was sind da? Staub, Knochen, Pest und Schuppen. Alle. 12 Bossgegner. Alle 3-mal. Das ist zum Kotzen. Okay, ich mache hier einen Cut und vielleicht sehen wir uns wieder beim nächsten Mal.